Hallo und Christi, Christine hier von abgestempelt.net. Ich begrüße dich zu einem neuen Bastelvideo. Wir fokussieren uns diese Woche auf das Produktpaket auf dem Bauernhof. Das ist dieses hier mit den schönen Farmtieren. Im Katalog ist es auf Seite 34 abgebildet. Und man kann sich ab einem Bestellwert von 60 Euro das passende Designerpapier dazu aussuchen. Das blende ich euch im Video hier ein. Ich hatte eine lustige Kartenidee mit dem Designerpapier, die ich euch in diesem Video zeigen möchte. Wir fangen ganz grundsätzlich an mit der Grundkarte. Wer nicht weiß, wie man das bastelt, findet dazu ein Video von mir und einen Blogbeitrag. Dann habe ich mir einen Aufleger in Kirschblüte und aus dem Designerpapier einen weiteren Aufleger rausgeschnitten. Die Maße blende ich euch alle im Video ein. Diese zwei Aufleger können wir gleich aufeinander kleben. Mit Flüssigkleber oder wer mag mit dem Kleberoller. Da hat jeder immer seinen Favoriten, den er gerne benutzt. Damit das hier jetzt noch etwas aufgepeppt ist, benutzen wir wieder einen Allrounder von mir, der nicht fehlen sollte. Das sind die Kordeln im Set. Da haben wir eben ein gleichbraunes Röllchen Kordel drin. Das wollen wir hier einfach nur um diesen Aufleger rumwickeln, zweimal, machen dann eine Schleife drum. Setzen wir uns mit der Schere noch die Enden hier. Und dann ist der Aufleger bereit, auf unsere Grundkarte draufgeklebt zu werden. Das sind eben die Sachen, die ich an Stampin' Up besonders gern mag, dass die Sachen farblich einfach alle super zusammenpassen. Und so hat man immer schön aussehende Projekte. Dann habe ich mir aus dem Designerpapier das Schweinepärchen Mama und Kind ausgeschnitten. Das stanzen wir uns mit den passenden Stanzformen einfach mal kurz aus. Haben wir die Mini-Stanz- und Prägemaschine hier. Da gibt es auch ein Angebot während der Celebration. Können wir das hier einmal durchkurbeln. Da wir uns die ganze Woche mit dem Thema auf dem Bauernhof beschäftigen, hier nochmal der Hinweis, wer die Woche bei mir bestellt bis Sonntag, bekommt die Materialpakete zum Nachbasteln der Projekte, die wir diese Woche gemacht haben, ab einem Bestellwert von 40 Euro von mir kostenlos nochmal obendrauf. Ab 60 Euro kriegt ihr ja Geschenke aus der Celebration-Broschüre. Jetzt haben wir hier das Schweinchen. Dann habe ich mir aus mit den Stanzformen Diorama. Die sehen jetzt hier etwas unscheinbar aus. Damit kann man ganz toll Wasserhintergründe gestalten. Man kann Gucklöcher gestalten. Und ich dachte mir, warum nicht eine Sulegrube, wo die Schweinchen einfach drauf sitzen können. Das Ganze peppen wir jetzt auch noch etwas auf. Und zwar nehmen wir uns ein Fingerschwämmchen, das Stempelkissen in Wildleder. Das hier ist Wildleder. Und dann ditschen wir hier mit dem Fingerschwämmchen rein und gehen hier jetzt einfach mit dem Fingerschwämmchen über den Rand von dieser Stanzform oder diesem Stanzteil hier drüber, damit das
somit sieht das Ganze noch etwas realistischer aus. Es eignet sich auch ganz toll, um zum Beispiel Ledereffekte nachzumachen oder nachzuahmen. Dann nehmen wir uns den Stampin' Write Marker. Das ist dieser Stift hier. Und da gibt es auch noch einen tollen Trick. Man kann nämlich einfach kleine Sprenkel auf dieses Stückchen Stanzform machen, indem man mit dieser Spitze, da kommt unsere normale Stempeltinte rein, gegen den oder vom Deckel nach auf das Projekt hier einfach drauf spritzt. Das sieht man jetzt, wenn ich so weit weg bin von der Kamera, natürlich nicht so gut. Deswegen komme ich jetzt etwas näher. Dann sieht man diese kleinen Tupferchen da überall. Und weil wir ja jetzt einen weißen Hintergrund haben, wo die Schweine drauf sind, nehme ich mir jetzt einfach noch den passenden Stampin' Blend. Das sind die Alkoholmarker. Und mache einfach den Hintergrund auch in diesem Wildleder, damit das nicht ganz so auffällt. Dann habe ich das hier jetzt einmal gemacht. Dann sieht man nämlich das kaum noch, dass diese Schweinchen mal auf einem weißen Hintergrund waren. Die können wir also gleich aufkleben mit den Schaumstoffklebern. Mit den, hier nehmen wir einen großen. Und bei dem kleinen Schwein reicht ein kleiner. Platzieren wir unsere Schweinis hier so schön drauf. Dann habe ich mir mit den Stanzformen der richtige Dreh. Das mag ich total gern, weil da, also nicht nur für diese Effektkarte, die man damit machen kann, sondern weil da eben verschiedene bestickte Sachen drin sind. Das mag ich besonders gerne. Wir haben drei verschiedene Herzchen. Wir haben Sterne, Wolken. Also auch das könnte man benutzen hier, um noch, keine Ahnung, Wolken auf die Karte zu machen oder sonst irgendwas. Mag ich total gern. Abgesehen davon, dass man damit eben auch schöne Effektkarten als Drehkarte machen kann. Auch passend dazu in Kirschblüte. Das kleben wir auch mit einem Mini Dimensional einfach hier an den Rand. Und dann habe ich mir ein Stück Grundweiß zum Stempeln noch hergelegt, einfach ein Restpapier. Dann nehmen wir unser Wildleder-Stempelkissen und weil das jetzt Baby und Mama war, dachte ich, machen wir eine Babykarte und da haben wir im Stempelset feierliche Anlässe, sind verschiedene Stempel zu eben verschiedenen Anlässen drin, unter anderem auch zur Geburt. Glückwunsch zur Geburt, den nehmen wir uns raus und stempeln ihn auf unser Stück Grundweiß hier drauf. Kurz den Stempel reinigen hier. Das ist die Schrubbkiste. So heißt es gar nicht. Nur ich nenne es liebevoll Schrubbkiste. Das Ding heißt Säuberungskissen. Und da gibt es eben ein Spray dazu. Das ist für mich die beste Art, einen Stempel zu reinigen. Man hat hier eben diese nasse Seite, die man besprüht mit dem Stempelreiniger. Und hier hat man dann was, um den Stempel wieder zu trocknen. Und diesen Spruch schneiden wir uns jetzt einfach mit der Schere aus. Einfach entlang des Schriftzugs. Es geht eben mit unserer Schere besonders toll, weil die so eine scharfe Spitze hat und echt scharf ist. Man sollte allerdings immer darauf achten, dass man dann auch eine Schere nur damit oder nur dafür benutzt, Papier zu schneiden, also nicht damit Kleber zu schneiden oder Bänder zu schneiden. Da empfehle ich wirklich, dann lieber zwei, drei Scheren zu haben. Und jede hat ihren eigenen
Zweck, weil schneide ich damit viele Bänder oder eben was Klebriges, dann ist meine Schere stumpf und der ganze schöne Zauber vom Scharfsein ist dahin. Auch diesen Spruch kleben wir uns jetzt mit einem Mini Stampin' Dimensional auf unsere Sulegrube mit drauf. Und jetzt können wir das Ganze mit den großen Schaumstoffklebern auf die Karte draufkleben. Und zur Verzierung haben wir noch die Perlen in Pastelltönen mit dabei. Und da ist eben auch dieses Schweinchen rosa oder Kirschblüte mit drin. Und da nehmen wir uns einfach meine magische Zahl 3. Und setzen uns 3 Perlen noch so als kleinen Hingucker auf die Karte drauf. Und rucki zucki ist diese putzige Schweinchenkarte in Schweinchenrosa fertig gebastelt. Mir gefällt dieses Designerpapier als Hintergrund besonders gut. Man muss nicht viel stempeln oder sonst irgendwas machen. Durch das Designerpapier hat man verschiedene Tiere zur Auswahl, die man hier rausstanzen könnte. Man kann ja auch einfach, wenn man das Schaf oder die Kuh benutzt, die noch im Stempelset drin wären, oder das Huhn, kann man das ja auch als Gras einfach nehmen. Da hat man auch verschiedene Möglichkeiten. Man könnte hier die Grashalme draufstempeln oder einfach auch wieder zum Beispiel in Gartengrün, wenn man das nehmen würde als Grashintergrund, dann mit dem Fingerschwämmchen in Gartengrün das so antupfen. Und so hat man da ziemlich viel Gestaltungsfreiraum, solch eine Karte zu basteln. Wenn dir das gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniere meinen Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. In diesem Sinne, ciao für die, deine Christine.